Damit herzlich willkommen und das hier ist schon mal neu. Wir kriegen die Aufstellung direkt, während unten das Spielfeld aufgewärmt wird. Vorher hatte man extra Bildschirm dafür, den haben wir jetzt nicht. Der kommt erst jetzt. Deswegen wurde ich hier so ein bisschen reingeworfen. Okay, ja, das ist schon mal interessant. Und da kann man die TV-Kamera umstellen. Das nochmal so, das nochmal so, würde ich sagen. So, machen wir das. Sound, Notifications. Notifications, damit beschäftige ich mich dann später noch genauer. So, jetzt können wir Opposite Instructions. Mach erstmal heute Rainer Wiedmeier. Wir sprechen zum Team und sagen, in welchen Gegner waren das? Klusch, die sind gar nicht so schlecht. Dann würde ich sagen. Machen wir dieses hier. So, dann beenden wir den Team Talk. Dann können wir nämlich zum Kickoff gehen. So, grafisch hat sich ein bisschen was getan. Das sehen wir. Zwar jetzt nicht so große Sprünge. Aber ist in Ordnung. Hier haben wir das jetzt neu. Das hat man vorher nicht. Doch, grafisch merkt man die Unterschiede schon. Das sah jetzt in den Vorbereitungsvideos, die gebracht haben, gar nicht so schlimm aus. Mal kurz Pause. Hat er das hier übernommen? Hat er gemacht. Die Highlights, das Hammer, das Hammer, das Hammer, das müsste er alles gemacht haben. So, Petarić schaltet ein bisschen spät, Lecky kriegt den noch, überragend, aber dann ist er weg. Highlight läuft weiter, Balde, den kennt man glaube ich noch. Überragende Grätsche, also da haben wir schon gesehen, die Grätschen haben sich so ein bisschen auch verändert. Ansonsten, das hier sieht relativ bekannt aus, vertraut aus. Jetzt können wir hier direkt Wechsel tätigen. Wir können direkt sagen, Taktik ändern. Wir können auch die Ansprachen hier direkt machen. Was haben wir hier? Tactics, Pitch. So, nee, da wollte ich jetzt wirklich nicht. Ich wollte, wo kann man Team Shape Fluid, machen wir mal hier so ein paar Änderungen und dann hier so ein bisschen Kontrolle, Attacke. Attacke. Einfach mal damit was können, weil Highlights sind hier gerade scheinbar rar gesät. Vielleicht sollte ich doch mal stellen auf Extended Highlights. Jetzt kommt auch schon das nächste, wo ich gerade umgeschalten habe. Ibisevic. Darida sieht schon Lecky. Der muss ihn eigentlich machen, aber schöner Pass von Darida. Also man sieht ein bisschen, was hat sich getan. Das gefällt mir ganz gut soweit. Und das ist noch die Beta. Kann sich immer noch Sachen, können sich immer noch verbessern. Also ich bin zufrieden mit dem, wie sich das hier entwickelt. Wir sehen direkt das nächste Highlight. Duda, Lecky, Darida, Schelle verliert den Ball, gibt aber keinen Konter, weil Rekic abfängt. Mittelstädt, Kalu, Darida, Ibisevic, Torwart hält. Das ist leider noch so eine alte Parade gewesen. Das sieht ein bisschen billig aus. Darida wieder mit der Ecke, aber ihr seht, die Ecken haben wir gar nicht eingestellt. Die kommen irgendwo hin, wo keiner steht. Wie gesagt, damit wollte ich mich auch nicht genauer beschäftigen. Wir sehen, dass wir hier oben zwei Chancen für uns hatten. Lecky und Ibisevic. Das ist sehr schön gemacht, dass man die genau sieht. Gelbe Karte. Ja. Gleich haben wir Halbzeit. Geschwindigkeit ist, denke ich, so okay. Darida, der ist ganz entspannt. Wir können gleich eine Menge wechseln, das werde ich auch tun, damit ich mal die Unterschiede sehe zwischen den Spielern und einfach nur, welche ganzen Jungen auch mal sehen will.
Pekarek. Pekarek, Lecky, Darida, Duda, legt ab auf Schellbrett, aber der ist kein Torjäger. Ibisevic auf Kalou. Und der schießt daneben. Aber schöner Spielzug. Den haben wir so auch nicht gesehen. Jetzt ist der hier weg. Sereru. Das wäre es gewesen, wenn die mit dem ersten Angriff das Tor machen. 6 Schüsse haben wir schon aufs Tor gebracht. So, das ist auch ein neuer Bildschirm. Scroll mich mal hier durch. Wärmebildschirm, ja. Die Taktiken. Kraft ins Tor, Torunariga. Wie sind wir denn aufgestellt in der Verteidigung? Nicht ganz so extrem viele, ne? Kommst du mal als Rekik-Ersatz? Bark kommt für Langkamp. Sinan Kurt kommt rein. Meier kommt rein. Stocker mal auf die 10. Sokrafakis in den Sturm. Dardai auf rechts. Kade auf die 8. Kann der Stocker das besser? Nicht wirklich, ne? Ja, damit gehe ich jetzt hier nicht so genau drauf ein. Wen kann ich denn noch wechseln? Pekarik könnte ich wechseln und Mittelstädt, ne? Nehmen wir mal Haraguchi als Linksverteidiger und Lustenberger als Innenverteidiger, Bark als Rechtsverteidiger und dann haben wir noch Esma, in dem wir nochmal einwechseln können. Jetzt können wir aber in den Dressing Room gehen und sagen, mach mal das mal und dann können wir sagen hier, ne? Starte mal die zweite Halbzeit. 0 FPS, das ist auch ganz stark. Von den Wechseln überfordert oder was? Haben wir die Wechsel schon getätigt? Das ist jetzt die Frage. Ja, Hammer, Bark. Ja, wird direkt abgebrochen. Wie gesagt, die genauen Einstellungen, die werde ich dann später machen. Das ist jetzt hier nichts für jetzt. Und Esswein, der kommt nur rein, wenn sich einer verletzt. Haraguchi, Stocker, wieder auf Haraguchi. Schöne Flanke und Marlon Dardai mit dem... Marlon, das ist der ganz junge Palco Dardai. Entschuldigung. Upload to YouTube natürlich. Nein. Wieso sollte ich das zu YouTube? Schön gemacht von Dardai. Der weiß halt, wie es geht, ne? Der Trainersohn. Ja, wobei nicht mehr. Jetzt bin ich ja Trainer. Ehemaliger Trainersohn. So. Haraguchi mit seiner Vorbereitung sieht auch ganz entspannt aus. Das können wir ja quasi eigentlich sagen. Wir gehen so ein bisschen defensive auf die Konter. Und hier vorne mal strukturiert, ja. Wir machen nicht mehr ganz so viel durcheinander. Wenn wir hier schon halt ein Spiel haben, dann will ich das gerne gewinnen. Ich hätte auch gerne mehr Highlights gesehen, damit wir noch mehr auf die spielerischen Neuerungen eingehen können. Aber ich denke, es reicht als erster Blick, ne. Der Gegner wechselt nochmal. Wisst ihr, dann wechseln wir auch nochmal. Wir bringen doch nochmal unseren S-Wein. Wo bringe ich den denn hin? Mach mal Svidadai und bringe ihn wirklich in den Sturm. Kann er jetzt hier zwar auch nicht richtig spielen, aber es ist mir gerade egal. So, der Gegner jetzt nochmal mit einer Chance.
versuchen das kurz rauszuspielen, kommen aber an unserer Abwehr noch nicht vorbei. Wir stehen da hinten sehr geordnet. Und dann war doch der Torschuss da, ging aber daneben. So, waiting for the next highlight, ne? 71. Minute, kriegen wir das über die Spielzeit gerettet. Der Gegner nochmal mit einem Freistoß und Distanzschuss. Schöne Grätsche, überragend. Konter von uns, Dardai, Palko Dardai alleine, Palko Dardai mit der Flanke, Kade steht da bereit, Lustenberger Chance vorbei. Aber die Konteroption hat, ihr habt es gesehen, Konter eingestellt und das klappt direkt und der Klima hat 1-1. Aber ist halt wie so ein Testspiel üblich. Da sind dann die Wechsel, die sich bemerkbar machen, aber der Gegner, der spielt mir hier zu viel. Geht mal hier voll auf Attacke und voll auf Fluid wieder. Nochmal Ecke für den Gegner. Die bringt auch scheinbar was ein, denn wir sehen das nächste Highlight. Ecke, diesmal verteidigen wir das besser. Der Flutlicht da, das Flutlicht hier unten, dieser Schatten vom Flutlicht, das irritiert mich so ein bisschen. S-Bein ist verletzt. Na, ist ja toll. Parade von Kraft, aber wie hat sich denn S-Bein denn verletzt in den paar Minuten? Mann, dieser S-Bein. Potential Knee Injury, das ist ganz schlecht. Können wir Ibisevic wieder reintun? Nee, ne? Naja, sind ja noch ein paar Minuten. Hat ja eh keine Auswirkungen auf unsere Dings, ne? So. Dann schließen wir es gleich ab. Gucken, was hier nach Spielende so Neues passiert. Falls was Neues passiert. Also, im Grafik hat sich schon ein bisschen was getan, würde ich sagen. Wir kriegen nochmal eine Chance, oder? Ne, der Gegner kommt halt uns aus. Schöner langer Ball, der läuft genau in die Schnittstelle rein. Aber da machen sie zu wenig draus. Da haben sie zu wenig draus gemacht. 3 Minuten sind's noch. Nochmal gelbe Karte, also die kassieren viele Karten. Und jetzt dürfte eigentlich gleich Schluss sein. 4 Minuten Nachspielzeit für ein Freundschaftsspiel ist auch hart. So, kriegt der Gegner nochmal eine Chance, bricht er ab und geht nach hinten. Da könnte der Schiri auch sagen, komm, pfeif mal ab. Eine gute Grätsche, Lustenberger. Direkt in die Gegner des Gegners. Stocker, jetzt wird er wahrscheinlich abpfeifen. Die Chance, die kriegen wir nicht mehr. Kurt macht das eigentlich ganz gut. Haraguchi, Meier, Stocker, ja, bricht ab. Schade. Den Angriff hätte ich gerne nochmal gesehen. So. Ja, das ist mit deutschen Übersetzungen dann noch ein bisschen besser. Jetzt muss ich zu sehr überlegen, um das gleich zu übersetzen. Bester Spieler bei uns, der Rieder. Und Ibisevic mit der schlechtesten Performance. Dann können wir wieder, hier sehen wir wieder diese Teilungen, Abschnitte, die passieren. Wir gehen nochmal in den Dressing Room, wo wir nochmal das Spielergespräch halten können. Ja, wir sagen, hey, wie ich das auch machen würde, ist nur ein Freundschaftsspiel. Wichtig ist, dass wir Fitness getankt haben und so ein bisschen uns vorbereitet haben. Ne? Nicht direkt auf den Spielern rumhacken und dann können wir das Match verlassen. Gucken wir uns nochmal an, was hier nach passiert. Also der Kalender scheint auf jeden Fall noch buggy zu sein. Weil der die Termine hier nicht anzeigt. Alex S-Wein, ein Tag. Das ist ja nicht so viel. Injured after sprinting. Also der S-Wein, ne? Ein Sprint gemacht, zack, verletzt. Das ist ein Riesentalent, das der S-Wein hat.
Ja, ansonsten Transfers hier, ablösefreie Transfers habe ich hier, ne? Luca Plattenhardt, Jimmy Mator für die U23. Aber sonst nichts, das euch interessieren würde. Ich würde sagen, wir haben erstmal genug gesehen, um den Ersteindruck zu haben. Ich freue mich, wie gesagt, drauf, wenn die Beta zu Ende ist und das Spiel so richtig losgeht, und werde in der Zeit mich dann ein bisschen, wenn ich Zeit habe, hoffentlich damit beschäftigen können, was Taktik angeht, was Training angeht, was Anweisungen angeht, Eckenvarianten. Da werde ich viel dran mich halten, wie ich das auch in echt machen würde, und nicht, was vielleicht für das Spiel am besten ist, weil es gibt ja immer irgendwelche Tricks, mit denen man dem Spiel überwinden kann. Zum Beispiel immer 4-4-18 als Taktik spielen oder sowas jetzt, ne, übertrieben falsch gesagt. Oder dass man sagt, agier nur mit lange Bälle, da kommt die KI nicht mit klar, und das funktioniert immer, das macht keinen Bock, weißt du. Wenn, dann will ich so meine Taktik haben, mir daran was aufbauen. Daran habe ich Bock, ich hoffe ihr auch. Wie gesagt, Daumen nach oben nochmal, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Änderungen bemerkt habt, wie im letzten Part, die mir entgangen sind, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr auch so gern schon mal in die Kommentare schreiben, bei welchem Verein wir starten sollen. Wenn da von euch nichts kommt, wird es wohl klar, wo ich starten werde. Nämlich hier, wo ich jetzt bin. Nur halt dann mit richtigen Grafiken, mit richtiger Datenbank und alles hoffentlich auf Deutsch möglichst. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen, so ein erster Einblick in Football Manager 2018. Ich bin auf jeden Fall am Start, da könnt ihr euch wieder drauf verlassen. Ich freue mich und sag danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Entweder schiebe ich da noch eine Vorstellung ein, wenn irgendwas kommt, was noch interessant ist. Oder wir starten dann direkt mit dem richtigen Let's Play. Also seid gespannt, bleibt am Ball, Abo dalassen, um kein Video zu verpassen. Daumen nach oben, Kommentar schreiben. Und ansonsten teilt dieses Video auf Facebook, Twitter. Schaut in die Videobeschreibung, dort sind alle Links, die euch interessiert. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, ciao. Yeah, yeah.